Singing number 10 and also two gold medalists, Su Lingying.
Okay. On this day, Stephen, for the night of service. Let's go on. Großartiger Beginn der beiden Schweizer. Drei Punkte Vorsprung bei Celestina. Von Jonas, dann passiert jetzt den Spielstand, kein Problem. Drei Punkte Vorsprung für die Schweizer, die in Not und mit der 1 Wurf tanken. Schottrock, Hinsack, letzte Saison hatten sie in 2008. Mit 15 Einzelnahmen, 5x7 bei Moskau-Marsee, LA, Shanghai und Zagreb. Sie waren auf Medaille programmiert bei den Olympischen Spielen in Peking. Aber es wurde nur Rang 9. Klemperer Kollegen machten in der Rechnung leider einen Strich durch. Spielstand Senderbord, 7-1.
Martin versucht es mit einer Hand, mit links, aber mit erster Tor.
Tina Langsberg. This match is definitely switching me. Starts up and finishes up next to the river. Jonas versucht den Block zu treffen. Da hat Living so seine Finger nicht dabei. Damit erstes Break. 3:1. Service bei Su Living. Kevin Wu macht den vierten chinesischen Punkt. Starkes Service derzeit von den Chinesen. Alex Martin durch die Arme von Su Lingying. 3:4. Jonas versucht ein kurzes Service, aber er wird zu kurz. 6:3. Super gekämpft von den Schweizern. Ein Riesenapplaus für die vier Herren am Centerplatz. Großartiger Ball jetzt noch. Good
He might just make it right by first foot. Mande da Pereira, vai em aplausos, fica aqui, ele está em tristeza, no seu aplauso. Thank you.
the center court. Yellow colors, China. Red colors, Switzerland. Schöne Bilder vom Schweizer Fernsehen. Super Slow-Mo von Seat Gürtbeinen. Wu Pengen, der 29-Jährige, stellt eine 4-Punkte Vorsprung her. 4-2-7. Mit Ausgang!
Gäste in die zweite Runde. Lauter! Zum Abschluss. Aber auch nicht da. 21 zu 19.
China nach der Aufholjagd der dort auf 21:19. Ein dritter Satz muss die Entscheidung bringen, wer hier bei den Herren ins Viertelfinale aufsteigt. Auf dem Center-Court und danach können sich die Fans von Sascha und Seba an der Kurve-Fruchtsandbar nicht nur mit Vitaminen stärken, sondern sind auch von den beiden Autogramm holt. Gleich nach dem Match hier. Das dauert hier noch so circa 10, 11 Minuten. Ein kurzer Satz bis Röntgen bringt die Entscheidung. Und wer wird diesen Satz gewinnen? Gewinnt China? Oder gewinnt die Schweiz? Once a long energy breath then, the entitled Swiss Kino. That's right. Maria, thank you very much. Service at Fox Matematica. Martin geht volles Risiko, ein Arzt hat er ja schon serviert im dritten Satz. Aber so steht's. 3:3.
dabei wurde von einem chinesischen Spieler berührt, der Punkt geht an die Schweiz, Fireball. Ball was touched by Chinese player, but it's Fireball and perfect. Thank you.
Willkommen zurück in den Tina und in Rot die Schweiz. So, wir gehen in Höhle 4, 4, noch stärker auf 11 zu 7. Zweiter Block und richtig für Tina. Auf die Hände auf. 8 zu 11. 3 Punkte für Tina auf dem Maße gerecht. Gruppingen 13 zu 9, jetzt wird es ganz schwierig, jetzt brauchen wir 2 Minuten euch. Euch alle. Gruppingen von Nordrhein. 10 zu 13. Und mit einem gigantischen Block stellt die chinesische Mauer wieder auf 5 Stunden zurück.